Donnerstagmorgens am 26. Juli hieß es vor Münsklint Anker auf und es ging bei mäßiger Brise aus Nordost zügig Kurs Hiddensee. Die ganze Strecke auf einem Bug segelnd wurde nach 6 Stunden die Ansteuerungstonne Hiddensee Ost erreicht, die Segel eingeholt und unter Motor lief ich Kloster durch das von zahlreichen Flachs umgebene enge Fahrwasser an. In Kloster gab es allerdings keine freien Liegeplätze mehr. Ich lief deshalb nach Witte ab und versuchte dort mein Glück. Auch in Witte war es ziemlich voll und ich fand zunächst nur einen Platz im Viererpäckchen halb im Fahrwasser der Hafeneinfahrt liegend. Erst am nächsten Vormittag konnte ich mich an einen freien Liegeplatz verholen, was wegen des im Laufe des Tages zunehmenden frischen Windes eine gute Wahl war. Ich hatte 2 Nächte geankert und keine frischen Lebensmittel mehr an Bord. Überall wurde in großen Gruppen gegrillt und ich bekam Hunger. So hieß es Witte Hafen und die nähere Umgebung zu erkunden, um Essen zu fassen. Ein lösbares Problem in diesem netten Ort. Nach kurzem Spaziergang fand ich ein feines Plätzchen und freute mich über ein frisches Kaltgetränk und eine lecker in Butter gebratene Scholle. So mag ich es am liebsten. Den Abend ließ ich dann mit etwas Gitarre spielen bei romantischem Abendrot ausklingen. Meine Wetternavigation hatte perfekt geklappt. Wie angekündigt frischte der Wind aus Ost 6 Uhr auf und ich hätte wirklich Mühen gehabt, aus der Lübecker Bucht dagegen nach Rügen die weite Strecke aufzukreuzen. So ließ ich mich auf Hiddensee einwehen, machte einen Hafentag, freute mich meines Lebens und durchstreifte die landschaftlich wunderschöne Insel zu Fuß. Platz ist in der kleinsten Hütte. Es geht doch nichts über Nomaden der Meere. Ich wanderte zunächst auf dem Deich des Witterbottens die 2 Kilometer in den Nachbarort Kloster. Jetzt wurde mir auch klar, weshalb der Hafen am Tag vorher so total überfüllt war. Heute sollte das Fischerfest mit Live-Musik und allerlei Belustigungen stattfinden. Der kleine Ort existiert seit dem 13. Jahrhundert und erhielt seinen Namen von einem gegründeten Kloster. Kloster liegt ziemlich weit im Norden von Hiddensee, zu Fuße des 72 Meter hohen Barkenberg, auf dem sich der schon von Weitem sichtbare Leuchtturm Dornbusch befindet. Die Häuser von Kloster sind liebevoll restauriert, zum Teil redgedeckt und passen wunderbar in die malerische Landschaft. Hiddensee ist an dieser Stelle keinen Kilometer breit und vom Witterbotten gelangt man auf der anderen Seite vom Kloster an die Ostsee, die gerade bei ablandigem Wind einen karibischen Anblick bietet. Bei starkem Westwind steht hier ordentlich Welle, deshalb ist dieser schmale Landabschnitt auch von Dünen, Deichen und Wellenbrechern geschützt. Es war mittlerweile Mittag, sehr heiß geworden und der Schweiß lief mir von der Stirn. Die Menschen badeten hier, wie auch ich früher in den 80er Jahren, nackig, so wie Gott sie erschaffen hatte. Es ging an der Westküste entlang Richtung Süden, zurück nach Witte, wo ich mich nicht zweimal zu einer kleinen Rast bei leckerem Hagebuttenkuchen einladen ließ. Hagebutten scheinen hier auf Hiddensee eine Haupteinnahmequelle zu sein. Es gibt Hagebuttenmarmelade, Hagebuttenschnaps und Hagebuttenkuchen. Abends ging ich nochmal in dem kleinen Restaurant vom Vortage essen und schaute mir das Treiben auf der kleinen Straße an. Autos gibt es auf Hiddensee nicht. Alles wird mit Pferd und Kutsche vom Fähranleger transportiert. Und die Feriengäste können reiten und sich in jedem Ort Fahrräder ausleihen. Kilometerlange Sandstrände und keine Autos. Das ist wirkliche Entschleunigung. Hiddensee ist definitiv eine familientaugliche Insel. Gerade mit Kleinkindern. Nach dem Essen wanderte ich gegen Abend wieder nach Kloster zum Fischerfest.
passend zum Namen, machte ein Fischer-Double alle Zuhörer atemlos. Eigentlich war Vollmond und ich wunderte mich beim Zurückwandern, dass ich die Hand vor Augen nicht sehen konnte. Es war der 27. Juli und eine eindrucksvolle totale Mondfinsternis fand gegen 22 Uhr statt. Am nächsten Samstagmorgen, nach dem Brötchenholen, hieß es Leinen los. Es sollte weiter Richtung Osten von Rügen in den Jasmunder Bodden nach Ralswiek gehen. Der erste Blick täuscht. Es sieht so aus, als ob der Kurs durch ein großes, einfach zu durchquerendes Wassergebiet führt. Aber in Wirklichkeit handelt es sich nur um eine ziemlich schmale Fahrrinne, die links und rechts von zahlreichen Flachs mit nur 50 cm Wassertiefe oder aber von teilweise sichtbaren Sandbänken umgeben ist. Das Segelrevier rund Rügen ist wirklich wunderbar. Überall gilt es, kleine Häfen, Buchten und Ankerplätze zu entdecken. Nach 2 Stunden passierte ich die Wittower Fähre, auf meiner Fahrt viele kleine einladende Häfen, Steuer oder Backbord liegen lassend. Nach 4 Stunden Fahrt war Ralswiek schon von Weitem zu erkennen an der markanten Kulisse der Störtebeker Festspiele, die dort jeden Sommer veranstaltet werden und eine große Attraktion darstellen. Als ich gegen 14 Uhr in Ralswiek einlief, war der Hafen so gut wie leer. Ich konnte mir einen Liegeplatz mit einem direkten Blick auf die Festspiele aussuchen. Ich freute mich schon auf einen unterhaltsamen Abend mit Feuerwerk und netter Kulisse. Zunächst einmal hieß es, die Liegegebühren zu entrichten und ein kleines Restaurant direkt am Hafen mit Blick aufs Boot lud mich zu einem Kaltgetränk ein. Anschließend begann ich gemütlich zu grillen und war total überrascht, als plötzlich eine der Störtebeker-Kocken im Hafen auftauchte. Genial, dachte ich, beziehen die uns in die Seeschlacht mit ein? Das kann ja ein unterhaltsamer Abend werden. Ich bewaffnete mich mit einer Flasche Wein und setzte mich auf den Steg neben ein Pärchen, mit denen ich ins Gespräch kam. Die beiden waren auf einem kleinen 7-Meter-Segelboot der Seepocke unterwegs. Aber Conny schilderte mir, sie war früher die Steuerfrau der Nibole, einem wunderschönen Traditionssegler, den ich von der Rumregatta aus Flensburg kannte. Die Störtebeker Festspiele begannen und es kam, wie es kommen musste. Ich geriet mit den beiden ins Fachsimpeln über die Seefahrt. Ich hatte noch nie eine Frau getroffen, die sich genauso wie ich für das Speisen begeistern konnte. Um uns tobte die Seeschlacht, jedoch der Rotwein war schnell alle und wir gingen in die nahegelegene Bar, um aufzutanken. Wir hörten zwar noch die Kanonen und sahen die Lichtblitze vom Höhenfeuerwerk, aber Fotos oder Filme, die das alles belegen, gibt es nun leider nicht. Das Aufstehen dauerte wegen des feuchtfröhlichen Abends etwas länger. Und nach dem Verabschieden von Conny und Uli machte ich mich mittags auf den Weg in das nahegelegene Brege. Die Segeltour dauerte für die 11 Seemeilen nur knapp 2 Stunden. Das einzige Problem war, dass ich nicht direkt in den Hafen einlaufen konnte, da dort ein riesiger Pulk von Segelschiffen kreuzte, die direkt vor der Hafeneinfahrt anscheinend eine Regatta veranstalteten. Nach dem Einlaufen stellte sich heraus, dass in Brege Hafenfest ist. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffsbrüchiger dort allerlei Manöver zur Unterhaltung der Touristen vorführte und überdies die Regatta eine ihrer Wendetonnen direkt im Hafen hatte, sodass ein Segler nach dem anderen hier vorbeikam. Das erklärte nun auch den großen Stau bei meinem Einlaufen, da ich genau das Hauptfeld kreuzte. Thank you.
beschloss, die Gegend um Brege zu erkunden. Brege liegt ja auf der Binnenseite des gleichnamigen Bodden, aber noch nur 2 Kilometer Fußmarsch weiter nördlich, durch einen Tannenwald, kommt die freie Ostseeküste mit einem herrlichen Sandstrand und Blick auf das Kap Arkona. Zurück auf dem Boot freute ich mich auf einen ruhigen Abend und beobachtete ein merkwürdiges rotes Floß, das direkt hinter meinem Liegeplatz auftauchte und sich verholte. Nicht zu fassen, die geben sich aber wirklich Mühe mit mir, dachte ich. Gestern habe ich das Höhenfeuerwerk in Ralswiek verpasst und nun schickt Brege sich an, direkt vor meinem Heck eines zu veranstalten. Na, da komme ich ja doch noch zu meinen Fotos. Mittlerweile war Montag, der 30. Juli, und ich beschloss mich, weiter auf den Weg nach Stralsund zu machen, da ich mich dort am 2. August mit den Kindern treffen wollte. Für die kurze Distanz war noch reichlich Zeit und ich wählte nach Verlassen der zahlreichen Botten Kurs auf die freie Ostsee, um außen herum an der Westküste von Hittensee durch die Barhöfter Rinne in das Fahrwasser nach Stralsund zu gelangen. Inzwischen etwas mutiger mit diesem unvertrauten Fahrwasser geworden, setzte ich Segel und zog zum 3. Mal an den Untiefen zwischen Witte und dem Bug vorbei und beobachtete zahlreiche Vogelschwärme, die dort anscheinend Tiefflug über dem Wasser übten, um niedrig fliegend besser gegen den Wind anzukommen. Das Wetter war herrlich. Es wehte eine leichte Brise mit günstigem Segelwind aus Ost. Optimal sowohl für Nord- wie auch für Südkurs. Nach dem Umrunden des Dornebusch, der Nordspitze von Hittensee, beschloss ich spontan auf halber Strecke im Windschatten der Insel auf Höhe des Leuchtfeuer Gehlen Anker zu werfen, um zu baden. Schwimmen macht hungrig und rasch machte ich mir Spaghetti mit Lachs-Sahnesoße. Aber eigentlich lohnt es sich gar nicht mehr weiter zu segeln. Also weshalb nicht vor Anker liegen bleiben und gemütlich den Abend ausklingen lassen. Ich hatte ja keine Eile. Diese vollkommene Ungebundenheit ist wirklich Freiheit. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Oh, diese herrlichen Sonnenuntergänge. Ich bin zwar alleine, aber nicht einsam. In diesen Augenblicken weiß ich, das Leben meint es gut mit mir.
Morgens geht die Sonne genauso schön auf, wie sie vorher gesunken ist. Rasch den Anker hoch und los geht's. Den Ort Barhöft steuerbord liegen lassend, kamen mir zahlreiche schöne Schiffe auf meinem Weg entgegen. Und nach kurzer Strecke war Stralsund erreicht. Ich wollte allerdings noch nicht gleich in den Stadthafen, sondern machte auf der anderen Seite des Stählersund in dem kleinen gemütlichen Seebad Alte Fähr direkt gegenüber von Stralsund fest. So richtig viel los war in dem kleinen Ort nicht, aber ich hatte ein Freibad direkt neben dem Hafen und fand einen netten Griechen inmitten eines für Kinder gut zum Austoben geeigneten Kletterwaldes. Anscheinend wurde auch hier voll auf Tourismus gesetzt. Ich bewunderte wieder einmal einen grandiosen Sonnenuntergang und genoss anschließend die herrliche Aussicht auf die nächtliche Stadtkulisse, bevor ich mich am nächsten Tag auf nach Stralsund machte, um dort die nächsten 2 Tage bis zum Eintreffen der Kinder zu verbringen. Am 3. August war Sveas 18. Geburtstag und ich hatte noch einige Vorbereitungen zu treffen. Stralsund ist eine Hafenstadt, in der ich mich sofort heimisch fühlte. Erinnerte sie mich doch in ihrer Architektur, wie zum Beispiel dem Marktplatz, an meine Heimatstadt Lübeck. Es war deutlich zu sehen, dass Stralsund ebenso wie Lübeck ein Gründungsmitglied der Hanse war und durch sie während der Jahrhunderte zu Wohlstand gekommen ist. In Stralsund liegt noch eine schwimmfähige Gojfok. Das könnte doch viele derzeitige Probleme mit unserem Segelschulschiff lösen. Ich ließ es mir die nächsten Tage gut gehen, genoss das deutsche Vita und beobachtete die Schiffe auf dem Strelersund. Freiheit ist was Wundervolles. Ich ließ meine Seele baumeln. Schon während der Fahrt in den Boddengewässern nach Ralswiek war mir ein längliches Donaudampfschiff aufgefallen, das immer wieder meinen Kurs kreuzte. In Stralsund wurde das Rätsel für mich endlich gelüftet. Es handelt sich um eine ganze Flotte, die hier in den geschützten Gewässern vor Rügen operiert. Am Wochenende fand der Seglertreff Stralsund statt, eine Veranstaltung mit vielen historischen Schiffen, die nun die nächsten Tage eines nach dem anderen hier im Hafen einliefen und festmachten. Zugleich gab es eine kleine Fress- und Festmeile mit Live-Musik. Genauso etwas hatte ich mir für unsere kleine Geburtstagsfeier bei meinen vorbereitenden Planungen im Winter ausgeguckt. Sogar die Kavelle Lisa von Lübeck lief ein. Es war Open Ship, man konnte die Schiffe besichtigen und kleine Ausflüge auf dem Strelersund mit ihnen machen. So besserten sich die Traditionssegler ihre Bordkasse auf. Das Wetter machte perfekt mit und ich bewunderte die herrlichen Schiffe, die sogar ganz von Schweden hierher gekommen waren, wie die Helene aus Ystad. Diesen Hafen sollte ich von meiner Rückreise von Bornholm noch besuchen, aber das ahnte ich jetzt noch nicht. Thank you.
Donnerstagabend am 2. August kamen meine Kinder und unsere kleine Geburtstagsfeier konnte beginnen. Morgens gab es ein nettes Frühstück und da es so heiß war, gingen wir zeitig baden, um dann um 11 eine kleine Hafenrundfahrt zu machen. Es hatte sich über die Jahre eingebürgert, dass Svea sich immer eine Bootstour wünschte. Nach einem Mittag auf dem Marktplatz ging es dann zum Highlight des Tages, in das Ozeaneum. Dessen Besuch kann ich nur wärmstens empfehlen. Es ist sehr informativ, lehrreich und die Wasserwelt ist beeindruckend. Ich denke, die herrlichen Bilder sprechen für sich selbst und ich schalte daher einmal den Schulmeistermodus aus und halte meinen Mund. Als Abschluss des Tages ging es auf die Festmeile, auf der nun der Sailing Bassmann auftrat, der schon im ersten Teil meiner Rügen-Dokumentation zu sehen war. Die Kinder hatten Glück, der nächste Auftritt war in Lübeck und so wurden sie vom Sänger dorthin mitgenommen. Hey Basti, don't you wanna go to work today? Eine weitere Reise rund Usedom sollte nun in Begleitung meiner Schwägerin Hilde stattfinden. Falls dich das interessiert, solltest du auf den dritten Teil meines Rügenberichts gespannt sein und meinen Kanal Sailing Biedewind abonnieren.